Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Wir sind Proud Hero-God immer noch, yay! In der letzten Folge haben wir Judas gespielt, beziehungsweise nicht nur Judas, sondern noch andere Charaktere, aber Judas halt am längsten und mit Judas auch geschafft. Und heute mal wieder die Epic Battle Fantasy Mod, denn einige Challenges fehlen ja noch und wir könnten davon mal irgendeine machen. Ich weiß nur gerade nicht, welche wir schon gemacht haben und welche nicht. Okay, What the fuck Boom hatten wir. Wir hatten You are Error, Patience, Careful. Die hatten wir alle schon. Blood Matter hatten wir auch. Black Death auch. Oh, die Musik ist schön. Mag ich. So, wir könnten Mama. Glass Cannon. Wedge. Creepy. Creepy klingt gut, oder? Aber haben wir in Creepy nicht letztens reingeguckt? Die anderen sind alle die gleichen, außer die letzte. Godcat. Godcat könnten wir vielleicht noch als letztes machen, weil ich glaube, da sind wir auch richtig OP. Ich schaue mal kurz in Creepy. Ich weiß nicht, ob wir die schon gemacht hatten oder nicht. Nein. Okay, was haben wir denn so? Wir haben die Zitrone, dann haben wir das Holy Water, dann haben wir Blutlust? Nee. Das ist dieses, wenn wir getroffen werden, dass wir eine Blutspur hinter uns her haben. Ach so. Ah, guck mal, wir malen drei Farben. Okay, süß. Sonst haben wir noch Aqua-Dingensbums. Dass wir auch nochmal eine Spur hinter uns herziehen. Also alles mögliche, was einfach Spuren hinter einen herzieht. Und dazu noch diese komischen Tränen, weil die, wenn sie treffen, auch noch Sachen hinpacken. Ja. Okay. Weiß ich nicht. Ist nicht ganz so gut. Dann müssen wir quasi versuchen, dass die... Oh, wow. Dass die Gegner... Ach, wir pinkeln auch, wenn wir getroffen werden. Nee, das war das Holy Water. Okay. Wow, wir machen ja gar keinen Schaden. Müssen wir quasi versuchen, dass die Gegner hinter uns herlaufen und dann kriegen sie ganz viel Schaden. Und werden verlangsamt und alles Mögliche. Warte, das versuchen wir jetzt mal. Okay, nee, die verfolgen einen nicht. Aber an sich... Sollte man damit dann arbeiten. Guck mal, wir können Sachen malen. Ja, ich fühle mich wie im Kindergarten. Oh, das ist schön. Und dazu haben wir hier noch eine Lemon Party. Habe ich gar nicht gesehen. Aber wir haben noch eine Lemon Party Pille dabei. Ist natürlich auch schön. Aber dadurch, dass wir jetzt halt keine... Wo kommt die Spinne? Ach, wegen unserem Sack. Okay, dann ist das natürlich wieder gut. Aber dadurch, dass wir jetzt keine goldenen Räume haben, werden wir halt nicht so wirklich schnell stärker. Ist ja denn, wir kriegen irgendwelche Devil Deals, aber sonst eher nicht. So, wir haben keine Schlüssel, die brauchen wir aber auch eigentlich nicht. Es gibt hier nicht mal einen Shop, was? Okay. Was auch immer. Also irgendwie stehen wir da drauf, dass alles flüssig ist bei uns. Egal, wo wir hinlaufen. Fusch. Immer muss es feucht sein. Immer schön feucht. So, hallo Pin. Kann man Pin? Macht das vielleicht doch mehr Schaden als gedacht? Oh doch, okay. Macht tatsächlich mehr Schaden. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur unser Space-Item war, der so viel... Nein. Okay. Gegen Pin war das schon mal recht cool. Unsere ganzen... Dinger. Unsere ganzen Flüssigkeiten, die wir absondern. Voll widerlich. Mann. Auf jeden Fall ist das richtig stark, wenn die Gegner einfach folgen. Ich kann es ja mal demonstrieren. Los, kommt alle her. Kommt alle her. Ja, stirb. Haha. Toll. Also sind am besten Gegner, die uns irgendwie folgen. Wie zum Beispiel Lust. Guck mal, den müssen wir gar nicht angreifen. Der stirbt auch so. Stimmt, der ist auch noch verlangsamt. Oh, das ist ja richtig cool. Oh. Ey, wieso bist du... Nein, unser Sack ist zu langsam. Toll. Und die Hunde bellen. Feine Hundis. Immer schön bellen. Der Sack war zu langsam. Deswegen war er nicht geslowt gewesen. Oh Mann. Na toll. Haben wir ein halbes Leben verloren. Blub, 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 blub. Okay, aber wir müssen wahrscheinlich wieder nur bis zu Mams Fuß kommen. Das heißt, das wird wieder nicht so schwer sein. Und dann machen wir auch wieder mehrere Challenges, würde ich sagen. So. Weil wenn die so kurz gehen, dann ist das okay. Warum haben wir jetzt die blauen Fliegen härten? Wahrscheinlich... Ach, war da eben so ein Gegner, der explodiert ist und dann blaue Fliegen da lässt? Möglich? Möglich ist das. Nichts ist unmöglich. Isaac. Na 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 na
Ich mag die Musik. Ich mag die wirklich. Okay. Hier, lauf darüber. Gut. Hast du fein gemacht. So, dann macht den Boss. Die sperren wir kurz ein, damit sie hier überall rüberlaufen. Ja, folgt mir. Ich liebe Gegner, die mir folgen. Haha, ich muss euch nicht mehr angreifen. Ihr bringt euch selber um. Merkt ihr es nicht? Wieso tut ihr das? Na gut, du nicht. Du hast viel ausgehalten. Larry Junior, können wir eigentlich mal unsere Lemon Party einsetzen? Wenn er jetzt hier hochkommt? Na komm. Komm. Dann nicht. Blöd, Mann. Kommt er einfach nicht da hoch? Ich glaub's ja nicht. Okay. Immer noch ein Tears und Shot Speed Up. Das ist ja an sich indirekt mehr Schaden. Ah, Super Trollbombe. Aha. Was haben wir hier noch? Noch ein paar Spinnen. So, und dank dieser Mod wissen wir ja sogar, was Pandoras Box macht. Wir sind jetzt in Greenwood Village 2. Zweiter Boss ist das, oder? Ja. Heißt, zwei Schlüssel und zwei Bomben. Ah, ihr habt mir übrigens gesagt, dass diese Totenköpfe und so, das bedeutet Boss-Items. Boss-Items, ja. Und da in Kathedrale würden wir ein Engel-Item bekommen und in Shiol, also ein Engel-Item und ein Heiligenherz und in der Shiol ein Teufel-Item und ein schwarzes Herz. Das bedeuten diese Symbole. Also in Womp 1 würden wir zwei Boss-Items bekommen. Ach komm, wir nehmen einfach mal Pandoras Box ein bisschen weiter mit. Wo lohnt sich das denn am meisten? Wahrscheinlich. Aber bis Womp kommen wir ja gar nicht. Fällt mir gerade auf. Und dann müssten wir ein Item da hier lassen, welches wir eigentlich für die Challenge extra bekommen hatten. Guck mal, wie schön das immer blinkt. Die ganze Sache unter uns. Finde ich richtig nice. So, Pandoras Box oder nicht? Grrr, okay, ich nehme Pandoras Box mit, ist mir egal. Jetzt haben wir die Challenge kaputt gemacht. Oh nein! Oh, das sieht ja auch richtig schön aus hier. Dieses ganze blau-lila, ne? Ich mag das. Das gefällt mir richtig gut. Blub, 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 blub. So. Ja, doch weg. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Danke. Wo ist schon wieder die Fliege her? Ich kriege irgendwie Fliegen, aber ich weiß nicht wodurch. So, ist nur die Frage, wo wollen wir das denn jetzt einsetzen? Wir können es hier einsetzen, dann kriegen wir ein Boss-Item und nichts anderes. Oder in der nächsten Ebene, da würden wir ein Boss-Item und zwei blaue Herzen bekommen. Da wir noch keine blauen Herzen brauchen. Ne, wir brauchen keine. Also könnten wir das auch jetzt schon einsetzen. Ah, wir schauen mal, ob wir ein Space-Item bekommen oder nicht. Und je nachdem, ob wir eins bekommen oder nicht, wahrscheinlich nicht. Woher dann auch? Außer aus einer Kiste vielleicht. Dann setzen wir das vielleicht jetzt schon ein. Ich finde mein Trinket gerade cool. Toll, oder? Wenn die so ein bisschen hin und her wackeln, dann trifft man die Gegner viel eher. Au! Kannst du es wagen, mich anzugreifen mit deinen lilanen Tränen? So. Na gut, wir brauchen ja nicht mehr in der Ebene. Deswegen können wir auch eigentlich immer sofort... Oh, zum Boss. Aha, du hast also auch so ein Fetisch wie wir. Und machst einfach alles hinter dir dreckig. So, so. Wasch dich mal. Autsch. Okay, so langsam gehst du mir auf die Nerven. Boah, wie oft du einfach schießt. Läuft bei dir. Läuft bei dir. Mach deine eigenen Fliegen kaputt. Neid. 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 Richtig Neid. Okay, dann können wir ja hier jetzt Pandoras Box einsetzen. In der nächsten werden wir nur vier, ja. Hier lohnt sich das am meisten, vor allem, weil wir halt nicht so weit kommen. Und wir kriegen zwei Leben-Ups. Leben-Ups. Cool. Dann haben wir also vier Herzen dazu bekommen. Okay, nehmen wir einfach mal mit. Vielleicht kriegen wir noch einen Engelsraum. Das erhöht auf jeden Fall die Chance auf einen Engelsraum sehr doll. Und anscheinend können in diesem Raum hier nur Trinkets sein. Okay, wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt. Oh. Und ich finde diese Mod immer noch blöd, weil man die ganz... Also nein, ich finde sie nicht blöd, aber ich finde es blöd, dass man die Löcher nicht so gut sieht.
Ich habe echt Probleme, die zu sehen. Wenn ich gerade so neuen Raum reinkomme. Weil ich achte, immer wenn ich in einen neuen Raum reingehe, dann achte ich zuerst auf die Gegner. Was habe ich da so für Gegner auf mir? Auf mir drauf. Und dann gucke ich erst, wie die Raumstruktur aussieht. Und ja, dann übersieht man halt mal diese ganzen Löcher im Boden. Finde ich nicht cool. So, was haben wir hier? Hi. So. Ihr seid nervig. Könnt ihr nicht einfach sterben? Oder ich kann einfach um die rumlaufen und dann machen sie irgendwann ihren Kopf auf und dann sterben sie sowieso. Hier, ich male euch an. Ich male euch an. Hm, weiß, rot, blau. Gibt es irgendeine Flagge, die weiß, rot, blau ist? Weiß ich gar nicht. Bestimmt. Gibt ja Flaggen in allen möglichen. Guck, hier sieht man das auch nicht. Man denkt doch, man kann hier über diese schwarzen Löcher gehen, aber kann man nicht. Also ich denke das, keine Ahnung. Vielleicht habe ich, vielleicht sind meine Augen blöd. So. Naja, wir haben zum Glück noch genug Leben. Also, nicht rummeckern, sondern spielen hier. So. Schade, kein Boss. Au. Nee. Ich möchte meinen Engelsraum haben. Und nicht furzen, wenn ich Münzen einsammle. Voll unnötig, das Item. Vor allem kriegt man die Münzen ja meistens eh erst, nachdem man den Raum geklärt hat. Deswegen bringt das noch weniger. Dass man dann pupst, wenn man das hat. Toll. Na komm schon, give off me. Du musst die doch alle abwehren. Hallo? Danke. Graue Kiste. Falscher Weg natürlich wieder. Aber das war mit Absicht. Weil in diesem Raum bekommen wir noch einen Schlüssel. Schade. Hätte ja sein können. So. Okay, was haben wir für einen Boss? Mega Fetti. Hi. Das Blöde ist, jetzt haben wir kein Space-Item mehr. Sonst hätten wir jetzt diese Zitrone einsetzen können. Ob sich das gelohnt hat für zwei Leben, ich weiß ja nicht. Autsch. Und wieso bekommen wir eigentlich die ganze Zeit Bosse, die auch so eine Spur unter sich herziehen? Schicksal? Zufall? Illuminaten? Ich bin mir da nicht so sicher. Aber ich vermute, wir kriegen keinen Engelsraum. Oder vielleicht doch? Sag es mir, kleine Scheißhäufchen. Doch, okay, cool. Sogar noch ein Damage-Up, das hat uns noch gefehlt. Und schade, nur ein Lebens-Upgrade mehr. Naja, immerhin. Und eine süße Katze. Hallo, süße Katze. Aber Katze, wo ist denn dein Mund hin? Und warum sind deine Augen nur zwei blaue Punkte? Damit ich dich besser sehen kann. Und dich nicht fressen kann. Huch. Hä? Was schießt damit? Ah, die roten, das ist unser rechtes Auge. Hab mich schon gewundert, warum wir hier rote Dinger verschießen. Obwohl wir gar keinen Begleiter haben. Also kein Baby auf jeden Fall. So, eine Bombe brauchen wir nicht. Und die könnten wir eigentlich richtig gut besiegen, indem wir uns einfach nur folgen. Die auch. Ach, heute war übrigens die potenzielle Sonnenfinsternis. Habt ihr die eigentlich auch gesehen? Würde mich aber interessieren. Und habt ihr, oder konntet ihr die überhaupt sehen? Weil in vielen, meine Hunde bellen, in vielen Bundesländern konnte man das dann nicht mal sehen. Weil irgendwie zu neblig bei ganz vielen. Und in Hamburg war irgendwie nur eine 20%ige Chance, dass man die sehen konnte. Und genau in dem Moment, als sie gerade am perfektesten war, also als der Mond gerade vor der Sonne war, ist auch ganz viel Wolken gekommen. Das war blöd. Aber ich habe trotzdem ein Bild gekriegt. Oder gemacht. Wo man diese Halbsichel immerhin sehen konnte. Aber das war echt doof. Wartet man da so 10 Minuten, freut sich, ja, gleich ist es 10:45. Weil in Hamburg war 10:45 irgendwie maximaler Stand. Und dann kommen Wolken. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht. So. Habt ihr doch bestimmt gesehen, auch wenn ihr jetzt in der Schule wart, da seid ihr doch bestimmt rausgegangen, oder?
um die anzugucken. Und dann habe ich die Lehrer ermahnt, aber bloß nicht in die Sonne gucken ohne Brille, ist das klar? Aber ich habe auch ohne Brille reingeguckt, wenn ich ehrlich bin. Keine Lust mehr, irgendeine Brille zu kaufen, die sowieso überall ausverkauft waren. Nur damit ich in die Sonne gucken darf. Ich darf in die Sonne gucken, wann ich will und wie ich will. Außerdem kann mir die Sonne sowieso nichts mehr anhaben, weil ich mit 8 Jahren damals schon mal mit dem Teleskop in die Sonne geguckt habe. Keine Ahnung warum, fragt mich nicht. Ich wollte die Beschaffenheit der Sonne angucken. Ja, ja. Ich dachte, beim Mond ging das ja auch, wieso dann nicht auch mit der Sonne? Und danach, als ich dann da reingeguckt habe, war ich nur für 5 Minuten blind. Geil, oder? Und erkannt habe ich trotzdem nichts. Das war richtig toll. Super Erlebnis war das. So. Kineu, habt ihr auch irgendwelche Sonnenerlebnisse? Wie das klingt. Wart ihr schon mal in der Sonne? Sterbe ich hier in diesem Raum? Man weiß es nicht. Gut möglich. Warum waren die hinteren beiden jetzt vergiftet? Hä? 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 Ah, weil mich die Masken angegriffen haben. Haben wir einen Poison Touch? Oder so? Weiß ich nicht. Oder haben wir die Masken vergiftet? Geht das? Kann man Masken vergiften? Okay, was auch immer. Hallo, Gertie. Hi. Eigentlich kann ich hier die ganze... Ja, wir haben irgendeinen Poison Touch. So, eigentlich können wir hier die ganze Zeit hier rumlaufen. Und dann sollten die eigentlich sterben. Oh. Durch unsere ganze Flüssigkeit. Sehr schön. Damage ab und mehr nicht. Okay, dann sollten wir jetzt schon in der letzten Ebene sein, wenn ich das richtig mitgezählt habe. Ja. Sogar schneller als die Zeit. Wir sind schneller als die Zeit erlaubt. Yay. Und wir sehen süß aus. Wir haben ein Pflaster und eine Blume auf dem Kopf haben wir auch. Wir sind schon ganz schön süß. Wir sehen so ein bisschen aus wie ein Mädchen. Die Haare passen auch dazu. Lange, wuschelige Haare. Oh. Sind nur ein bisschen zerkraust, aber wir müssten ja eigentlich nur einmal campen. Und dann ist alles gut. Wir sind ein hübsches Mädchen. Ja, ja. So. Oder nicht? Ich finde uns hübsch. Was haben wir hier? Nix. Schaden. Hier ist ganz viel Schaden. Überall immer nur Schaden. Die ganze Welt will uns schaden. So. Da oben will ich ehrlich gesagt nicht rein. Ihr könnt mal zusammen gehen. Danke. Fühlt sich witzig, ja? Mutti, fühlst du dich witzig? Okay, du bist witzig, du bist witzig. Lass mich in Ruhe. Bitte lass mich in Ruhe. Kommt da noch einer? Nee. So, bei denen dasselbe. Die folgen ein. Also kann man eigentlich einfach hier rumlaufen und hoffen, dass sie darüber laufen. Komm her. Ja, kommt alle her. Ja, sterbt. Ich frage mich, ob die roten Flüssigkeiten auf dem Boden sich stacken können. Weil, wenn wir einmal getroffen werden, dann haben wir ja auch diese Blutspur hinter uns. Macht das dann doppelten Schaden oder überlagert sich einfach... überlagert sich das einfach nur so, dass man dann nur einmal Schaden macht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir bei Mutti. Und wir können fliegen. Au, ey. So ja nun nicht. Boah, ist das nervig, diese ganzen Gegner hier. Oh nein. Jetzt bloß nicht bei Mutti sterben. Okay, eigentlich müssen wir nur mit unseren Cube of Meat schnell angreifen. Und dann ist Mutti auch schon tot. Oh, oh. Oder wir sterben einfach. Oh, nee. Wow, das macht einen ganzen Schaden. Okay, das ist schlecht. Da hätten wir fast noch verloren. Ich glaub's ja nicht. Okay, was haben wir hier so Schönes? Ein All Stats Up und so, aber brauchen wir alles nicht. Also gehen wir einfach wieder raus. Haben die Challenge geschafft. Yay, herzlichen Glückwunsch. Und dann machen wir noch eine OP-Challenge und zwar die letzte. Oder haben wir die schon gemacht? Ich weiß es nicht. Godcat oder sowas? Nee, haben wir glaube ich nicht.
Aber die sieht sehr interessant aus. Wir haben auf jeden Fall alle Katzen-Items. Und den Gott. Ach, deswegen Godcat. Alle Katzen-Items und den Godhead. Und damit kämpfen wir jetzt. Wir sind eine weiße Katze mit dem dritten Auge auf dem Kopf. Leuchten die. Na, wie heißen die? Ach, ich kann auch. Ich hab auch die Katze da. Hallo, ich hab eine Katze. So. Echt, sind wir so stark? Wow. Okay, leuchtet. Leuchten die Tränen immer, wenn man. Wenn man. Hallo, ich kann nicht nachdenken. Wenn man Godhead hat. Wenn man das dritte Auge hat, leuchtet das dann immer? Die ganzen Tränen? Oder ist das jetzt nur wegen dieser Mod, dass das alles leuchtet? Warte, wie viel Schaden haben wir? 2 nur? Kam mir aber gerade mehr vor, wenn ich ehrlich bin. Das ist nur 2 Schaden? Okay. Ja, das ist doch mehr. Ja, das ist mehr. Hä? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ach ja, wir können fliegen. Ah, aber wir produzieren jetzt natürlich auch die ganze Zeit Fliegen, weil wir Gabi sind. Okay. Daran liegt das wahrscheinlich, dass wir so viel Schaden machen. So. Das wird so einiges erklären. Eine Bombe? Nein. Okay, einziger Nachteil hieran ist, dass wir nur ein Leben haben. Also beziehungsweise nur ein rotes Herz haben. Und dafür 9 Leben und wir kriegen Quick Attack. Okay. Schön. Sind wir vielleicht noch ein bisschen stärker. Wenn wir jetzt noch irgendwie ein Shot Speed abbekommen. Ne, ein Tears Up. Alter, sind wir stark. Ja klar, mit den ganzen Fliegen. Okay. Dann haben wir unser Tears und Shot Speed Up. Beides, was ich gesagt habe, auch noch. Und das nehmen wir auf jeden Fall. Oder sind wir dann tot? Lol. Wir haben gar nicht alle Gabi-Items. Die beiden fehlen ja noch. Okay. Warte. Das machen wir so. Jetzt sollten wir ein paar schwarze Herzen bekommen, genau. Volle Schwarz, echt? Okay, das haben wir auf jeden Fall eingesammelt. Wenn wir das einsammeln, sind wir tot, deswegen lassen wir das. Oh, jetzt leuchtet unser Kopf gar nicht mehr so toll wie eben. Naja. Ja, hier können wir eigentlich wieder durchwaschen, aber immerhin bis zu Mams Herz. Immerhin. Also ein bisschen weiter. Aber wir sind ja jetzt schon so stark. Oh, wow. Ja, unser Schaden ist schon voll. Stimmt, dieses Abaddon heißt es, glaube ich. Abaddon macht ja auch ein Stärker. Stimmt. Abaddon macht ein Stärker, nimmt alle roten Herzen weg und gibt dann dafür, meiner Meinung nach, 7. 7? 7 schwarze Herzen. Aber jetzt haben wir irgendwie volle schwarze Herzen bekommen. Fragt mich nicht, wieso. Vielleicht gibt es auch volle schwarze Herzen. Kann auch sein. Aber ich dachte, nur 7 oder sowas. 6 oder 7. Oder 8 oder 9 oder 10 oder 11. Aber doch keine 12. Das wäre ja lächerlich. Ja. Ich glaube, wir brauchen sogar nur eine einzige Fliege, um die Gegner zu besiegen. Weil wir jetzt so stark sind. Ist schon nice. Und in jedem neuen Raum produzieren wir neue Fliegen. Mindestens eine. Okay. Hallo Piep. Sollte auch recht schnell sterben. Jupp. Oh, das ist schön. Ein Lebensupgrade. Warum nehme ich das mit? Damit ich den Devil Deal benutzen kann. Wo gar nichts zum Benutzen drin ist. Schön, oder? So, fertig. Tschüss. Jetzt haben wir ein Leben. Toll. Das finde ich doof. Ich will mein schwarzes Herz wieder haben. Ich will mein rotes Herz loswerden. Wie werde ich mein rotes Herz los? Ich will nur noch schwarze Herzen besitzen. Mein Herz soll schwarz wie meine Seele sein. Bombi? Oh nein, wir haben halbes schwarzes Herz verloren. Können wir das jetzt überhaupt noch schaffen? Ich hoffe. Wir haben keine Schlüssel leider. Gehen wir halt weiter. Unsere Fliegen machen das. Oh stimmt, ich sollte vielleicht auch immer mal mein Space-Item einsetzen, damit wir ja keine Fliegen verlieren. So, ein paar Bomben nehme ich mit. Warum nicht? Und wo kriegen wir die Spinnen her? Haben wir die eben durch irgendwas bekommen? Oder haben wir... Ne, wir haben eigentlich kein Item, das das macht. So. Okay. Noch ein Gabi-Item mehr. Jetzt sind wir wieder Gabi. Oh, schön. Sind wir nicht mehr so hässlich wie eben. Das ist schön. Tears Up, finde ich sehr gut. Und Bad Gas. Alles klar. So, haben nicht mein Leben verloren. Und sehen wieder aus wie Gabi. Gabi mit dem
Mit dem Kopftuch. Das sind wir. Jetzt sehen wir unser drittes Auge nicht mehr so schön. Das ist schade. Und wir haben wieder Speed-Up. Nachdem wir eben Speed-Down bekommen haben, haben wir jetzt nochmal Speed-Up. Nice. Und die Speed-Up-Pillen sind auf jeden Fall immer mehr als die Speed-Down-Pillen. Also die bringen mehr. Heißt, wenn man eine Speed-Up und eine Speed-Down-Pille hat, dann hat man immer noch einen insgesamten Speed-Up dazu bekommen. Ja, ja, so ist das. Und wir kriegen noch mehr Damage. Oh nein. Spiel. Das kannst du dem Spiel nicht antun, hä? Das kannst du den Gegner nicht antun. Oh, ein Schlüssel. Oh, noch ein Schlüssel. Oh, eine goldene Truhe. Mit der können wir den... mit dem Schlüssel können wir die goldene Truhe öffnen. Oh, ein Geheim... ein Bossraum. Oh, was seid ihr denn für Viecher? Oh, ihr seid tot. Oh, das tut mir leid. Oh, eine Spritze, die Speed und Range Up macht. Oh, ein Tunnel. Lass uns in den Tunnel gehen. Auch wenn das eine Falltür war. Oh, Waste Disposal Plant 1. Oh, Gegner. Oh, noch andere Gegner. Oh, ein Schlüssel. Oh, wir können unser Space Item ersetzen. Oh, wir können weitergehen. Oh, unsere Fliegen töten alles. Oh. Okay, schau auf. Oh, Mann. Was ist los mit mir heute? Es ist Freitag, es tut mir leid. Es ist Freitag. Ja, Freitag. Ich mag Freitag. Dafür hasse ich Donnerstage. Donnerstag ist das. Donnerstage sind doof. Oh, ganz viel Geld. Oh. Oh, ich habe O gemacht. Tut mir leid. Tut mir leid, tut mir leid. Ich kann echt nicht denken. Das ist richtig grausig. Grausig. Vielleicht hat die Sonne ja doch mein Gehirn irgendwie wehgetan. Das kann ich nie mehr normal denken. Pow. So, hier. Aha, okay. Danke. Ach so, und hier ein Isaac-Part wurde anscheinend nicht richtig angezeigt. Der vor 2 Tagen haben mir auf jeden Fall mehrere Leute geschrieben, dass sie den gar nicht in ihrer Abo-Box hatten. Also wenn ihr den verpasst habt, dann nochmal angucken. Von vorgestern war das, glaube ich, sogar mit Isaac, oder nicht? Da habe ich Missing No gefunden. Glaube ich. Missing No, jetzt fehlt nur noch ein Item, und zwar der Godhead, den ich gerade habe. Toll. Und dann wäre ich endlich wie Platinum Gott. Ja, ja, ja. Mal gucken, wie lange das noch dauert. Bis ich endlich wie Platinum Gott bin. Länger als eine Woche sollte das eigentlich nicht dauern, oder? So, Krampus. Tschüss. Die Kohle. Werden wir noch ein bisschen stärker? Warum nicht? Immer wieder gerne. So, Marmebene, glaube ich. Ja. Mami, was tust du hier? Willst du mir wehtun? Oder tue ich dir weh? Das reimt sich alles nicht. Ich weiß nicht. Das ist die Hero Generation. Jetzt sehen wir wieder nicht aus wie Gabi. Was haben wir denn eben eingesammelt, dass wir wieder nicht aussehen wie Gabi? Richtig traurig. Aha. Aha, okay. Ja. Hm. So, die Karte da eben, die da war, müsste laut Theorie eine Magician-Karte sein. Ja. Ist sie sogar tatsächlich. Krass. Weil bei dieser Raumstruktur, die da eben war, ist Magician eigentlich immer da. Kann man ziemlich sicher von ausgehen. So, alles weg. So, alles weg. Alles weg hier, alles weg. Wo wird der Boss sein? Wahrscheinlich irgendwo da oben, kann ich mir gut vorstellen. Hier oben rechts. Blub, 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 blub. So, wenn das jetzt nicht stimmt. Oh. Okay, gut, dass ich nicht gesagt habe, was ich dann mache. Pow. Was haben wir hier? Eine rote Kiste? Nö. Dann nicht. Da Geheimraum vielleicht? Nö. Da Geheimraum vielleicht? Nö. Hier Geheimraum vielleicht? Auch nicht. Hallo, Spinn. Na? 2 Spinnen töten, damit wir 3 Fliegen bekommen. Okay. Hilfe. Mhm. Boss, wo bist du? Was? Wir laufen echt die ganze Zeit falsch? Hä? An so vielen Stellen kann er gar nicht mehr sein. Aber wahrscheinlich da ganz links und dann ein runter. Da ist er dann wahrscheinlich. Hier kann er, glaube ich, nicht sein. Nee. So,
Jetzt kriegen wir Joker. Warum nicht? Sind wir dann tot? Ich weiß es nicht. Nö. Okay. Also Sachen, die 2 Leben kosten und man hat noch mindestens ein rotes Leben und hat dann noch blaue oder schwarze Herzen, dann überlebt man das sogar. Gut zu wissen. Und da ist er tatsächlich. Ich glaub's ja nicht. Okay. Hallo Mutti. Sollte auch recht schnell tot sein. Jo. Und wir haben unser rotes Leben verloren. Das finde ich auch sehr schön. Nehmen wir einfach mal das Negativ mit. Oh, ich bin so blöd. Ich habe das rote Herz wieder eingesammelt. Warum? Warum? Haben wir schon ein Fliegen-Item, ist die Frage. Nein. Wir könnten noch Money... Ja, komm. Money gleich Power. Wir haben so viel Geld. Wir haben so viel Geld und so viel Schaden jetzt dadurch. Das musste sein. Yo. Wir können hier einfach stehen bleiben. Das wird nicht lange dauern, so wie das aussieht. Yo, spawn einfach in mir. Ist okay. Und wir kriegen halt immer mehr Fliegen, wenn die da hinten nur spawnen. Oh, wow. Und anscheinend ist unsere Reichweite sogar auch ziemlich hoch. Mist, jetzt müssen wir uns bewegen. Verdammt. Ja, Milliarden von Fliegen. Milliarden. Und die leuchten alle so schön, unsere Sensen. Wie die halt alle instant tot sind. Vor allem die Gegner, die neben uns spawnen. Jo. Jo, ist klar. Was ist hier los? Wir sind ja richtig OP. Okay, Godhead. Stimmt, Godhead ist ja auch ein Multiplizierer, oder? Okay, das ging schnell. Was auch immer. Da war noch ein blauer Stein. Verdammt. Und wir haben wieder ein Leben dazu bekommen, was ich doof finde, wenn ich ehrlich bin. Aber wir sehen cool aus. Voll. Isaac grinst so komisch, als wenn er voll der Rapper wäre. Yo. Yo. Wir sind untot und haben die Fliegen. Yo, yo. Und das Geld natürlich auch. Sehr cool. Als wenn er sie irgendwie in den Zehen so Gold hätte oder so. Yeah. Yeah. Wo sind meine ganzen Fliegen hin? Oh, ich vermisse sie. Sehr schön. Hast mich getroffen. Bist du jetzt zufrieden? Geh auf, geh auf, geh auf. Okay, mir wurde gesagt, ich soll einfach ganz weit von denen weggehen. Und dann öffnen sie sich. Okay. Hat funktioniert. Warte, eine goldene Kiste. Was wird da drin sein? Aha. Naja, haben wir wenigstens 99 Geld. Und dadurch noch mehr Schaden. Noch mehr. Ich wüsste gerne in Zahlen, wie viel Schaden wir jetzt haben. Das wäre mir interessant zu wissen. Aber ich glaube, da ist noch einiges drin. Schade, dass gleich schon Schluss ist. Das ist die Hero Generation. Die Hero Generation. Vor den Ohren. Das ist die Hero Generation. Oh, mich hat jemand den Teamspeak angeschrieben. Yay. Gleich erstmal nachgucken. Nachdem wir kurz Mutters Herz besiegt haben. Ganz schnell. Aber nur ganz flott. Das ist ein blauer Stein. Mach kaputt. Ja. Ja. Der kommt schon wieder zu spät. Der kommt immer zu spät. Immer, wenn man ihn nicht mehr gebrauchen kann. Immer. Noch mehr Geld. Okay. Cool. Dies ist die Hero Generation. Wie die einfach instant tot sind. Isaac, das ist unfair. Hör auf damit. Wollen wir mal versuchen, Isaacs Herz nur mit Fliegen zu töten, ohne dass ich angreife. Komm, das versuchen wir. Dafür müssen wir einfach nur jetzt ganz viele Fliegen spawnen lassen, ohne dass sie sich selber umbringen. Kann ja nicht allzu schwer sein. Wir müssen dann quasi einfach nur Gegner besiegen. Nee, Fliegen bleibt hier. Okay, wir haben keine Schlüssel mehr. Na gut, versuchen wir es mal. Perfekt.
Wir sind gerade so OP. Warte, wir müssen sogar noch weiter? Oh. Oh, okay. Gut. Anscheinend müssen wir auch noch gegen den Teufel kämpfen. Finde ich gut. Vielleicht ja sogar noch weiter. Okay, stimmt. Das ist natürlich die letzte Ebene. Das heißt, wir müssen vielleicht richtig weit gehen. Vielleicht sogar noch The Lamp besiegen. Oh, dann hätte ich natürlich die eine Engelstatue noch geöffnet. Dass wir dann auch noch gegen Megasatan kämpfen hätten tun können. Naja, gut. Hätte ich das mal früher gewusst. Ich dachte, wir müssen nur bis zu Mams Herz, aber nein. Aber ich wollte sowieso noch weiter runter, weil wir jetzt OP sind. Von daher passt mir das gerade ganz gut. So, Joker, Kreditkarte. Ja, kann man mal machen. Okay, dieses blaue Herz sagt mir, da rechts ist der Boss. Ja. Sehr cool. Danke, blauer Stein, der mir das angezeigt hat oder auch nicht oder was auch immer. Und hallo, Satan. Nie trifft das. Nie. So. Okay, ich dachte schon, der Bug kommt. Denn es gibt einen Bug beim Satan. Dass wenn man seine Form zu schnell tötet... Ja, wir müssen tatsächlich noch weiter runter. Wenn man seine Form zu schnell tötet, dann kann man ihn nicht mehr besiegen, weil er dann irgendwie rumbuggt und keine Leben mehr verlieren kann. Gut, dass wir das gerade nicht hatten. Zwei rote Kisten. Nehmen wir die Lemon Party mit. Lass mich da rein. Lass mich rein in die Kiste. Ich muss The Lamp besiegen. Das ist meine Bestimmung für heute. Plum, 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 plum. Oh, was kriegen wir denn hier jetzt? Eine Münze? Hä? Hat das gar nichts gemacht? Eine Münze steht da. Wir haben eine Münze bekommen oder so. Tissab, danke. Was auch immer. Also Fedoras Box bringt irgendwie nichts in den letzten Ebenen. Aber wir haben schön viele Fliegen. Immer mehr und mehr. Wir kriegen immer mehr. Nee, will ich nicht. Ich will keine roten Herzen. Danke fürs Angebot. Nee. Auch nicht. Isaacs Herz. Remote Control. Brauche ich alles nicht. Ich habe schon ein gutes Item. Danke. Geister. Überall Geister. Oh mein Gott, das war richtig knapp. Oder auch nicht. Aber es hätte knapp sein können. Wie hier schon der Boss. Nee, nee. Das geht nicht. Ich will noch neue Items finden, die mich noch stärker machen. Und vor allem brauche ich noch mehr Fliegen. Okay, das ist doch schon mal schön. Anemic Toxic Blood. Anemic heißt das? Okay. Interessant. So. Finde ich gerade gut, dass hier so noch so richtig viele Räume sind. Können wir noch mal schön ganz viele Fliegen farmen. Auch wenn die sich alle gegenseitig töten. Nein, Fliegis. Die bringen sich alle um. Ich brauche euch, Fliegis. Oh, Fliegis. Sister Maggie, hi. Willkommen im Team. Yo. Holy Mantle. Okay. Jetzt können wir überall gegenlaufen und verlieren keinen Schaden. Zumindest beim ersten Mal nicht. Gut. Dann mal ab zu The Lamp.
Oh nein, wir haben keine Fliegen mehr. Was machen wir denn jetzt? Oh nein, wir müssen unser Space Item einsetzen. Oder anzugreifen besiegt. Perfekt. Jo, haben wir 2 Challenges geschafft. Ist doch nice. Die letzte war richtig witzig. Die kann ich empfehlen. Gott. Nee, Godhead. Nee, Godcat. Godcat steht da, ja. Die fand ich schön. Ich hoffe ja auch. Ja, dann würde ich sagen, bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Morgen wieder ein normaler One, wo wir dann noch immer noch versuchen, den Godhead freizuschalten. Missing Nummer haben wir ja inzwischen. Und dann werden wir endlich wieder Platinum Gott. Und nicht mehr nur noch Platinum Gott. Sieht aber auch schon gut aus. Ja. Und dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal und tschüss.